Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier bei Kettle of Cops. Ja, heute geht weiter mit der Aussaat für Weizen. Das drittletzte Feld. Leider. Ich kann es mir nicht aussuchen. Ist leider so. Mal vorwärts fahren lassen. So, T. Und dann gleich mal. Wow. Und. Oh. Die Lenkung ist ganz wichtig. Sollen wir eigentlich zum Anfang machen, ne? Geben wir Gas. Anscheinend hat sie ein bisschen abgetrocknet, geht ein bisschen besser. Aber wie gesagt, anscheinend. Wie gesagt, nächstes Mal werde ich wieder gruppern. Beziehungsweise den Boden leicht aufreißen. Dann geht es nicht allzu schwierig, ne? Muss ich vorstellen, der Gruppe muss ja den ganzen. Ja. Wurzeln wegreißen, umbrechen, ja, lockern, das ist schon, brauche schon Kraft für. Das erste Stück ist fertig, also noch nicht, aber eine Bahn noch. Naja, zwei Bahnen würde man meinen, ne? Oben noch ein kleiner Rest. Kann man Lenkung ausmachen. Und uns folgt der unbedingt gelben Strich und das ist unter Umständen negativ, ne? Baum zum Beispiel. Ja, Frühling ist hier, aber schon recht spät. Grund ein bisschen verpennt, Anführungszeichen, ne? So, soll ja nur 100 Tage wachsen ungefähr, oder? Noch mal Tage. Hier. Weizen. Und 150 Tage. Also grob gerechnet 150. 100 wären 3 Monate. Knapp 3, 4, 4,5. Der März kennen wir nicht. April, Mai, Juni, Juli, August etwa. Ja, ja. Bin spät für Weizen. Natur ist eigentlich gemein, weil wenn die Umstände schlecht sind, dann wird plötzlich die Zeit verkürzt, ne? Notkreis zum Beispiel. Das glaube ich hier nicht vorgesehen. So, Lenkung? Oh ne, jetzt. Dann Tempomat, der Gas. Ja, auch beim Aussaat geht das ein bisschen das alte weg, aber Gruppen ist da rein. Das soll sich eigentlich zum nächsten Patch ändern, also Auswirkungen haben, sagen wir so, Flügen und Gruppen verschiedene Auswirkungen. Wie genau, weiß ich nicht. Wir haben Mitte April, also heute am 15. Das soll ja April kommen, ne? Gehen wir an, dass so ist. Wenn das dann auch eine Woche im April kommt, ist es ja auch okay. Lieber ein bisschen später dafür funktional, ne? Seid mal ganz vorsichtig, ne? Denn wenn es nicht funktioniert, haben wir nichts davon, ne? Und die Drescher hatten mal so eine neue Errungenschaft gehabt, dass sie im Prinzip gerutscht sind, ne? So, Lenker mal ausmachen. Nicht. Den Baum wollen wir umfahren, ne? Ja, die Felder links sind nicht schlecht, ne? Tut wieder nicht in einer Flucht, das ist ein bisschen blöd, ne? Sonst könnte man leichter arbeiten, ne? Dann, Häschen. Nur sehr kleines Häschen. Entschuldigung. Eher ein Kaninchen. Hasen sind ja ein bisschen größer, wenn wir beide hätten. So. Erstmal Lenkung. Gas geben und dann. Das Mittelfeld fertig, ne? Gott sei Dank auch. Hat Flugzeug, ne? Ja, hier fahre ich gleich so. Dann.
Das andere wird es im Prinzip noch kompliziert, kann man nicht sagen, aber dann müssten wir wieder komplett durchfahren, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob das hier überhaupt Auswirkungen hat. So, rüber zum Dünger. Naja, es wird nicht reichen für alles, ne? Also für ein Feld schon, ne? Lenkung? Ah, wir wieder ausmachen hier, sonst können wir nicht rum. Beziehungsweise immer wieder rechts oder links abbiegen wollen, ne? Jetzt werden wir links abbiegen, also das vermeiden wir mal ganz kurz. Ja, das kleine Feld, düngermäßig, Saatgutmäßig, denke mir reicht aus. Das ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir jetzt noch drin. Ne? Auch hier am oben anfangen, weil letztes Mal habe ich gemerkt beim Bergauffahren, dass die Traktor mächtig sie quer stellt, ne? Also kommt da nicht klar. Ne? Das will ich ja vermeiden. Das andere leider funktioniert nicht so gut, wie ich das dachte. Man spielt praktisch weiter voraus, weil da fehlt mir schlichtweg die Zeit. Ne? Ist leider so. So, hier wollen wir mal gucken. Ne? Bremse. Da müssen wir hier ein bisschen nach rechts. Bei P gehen wir rein und dann machen wir ein bisschen Versatz. Das kann man auch sehr gut sehen, dass wir da oben die Kurs so nehmen müssen. Und hier minus plus kann man ein bisschen verschieben. Und hier ist Getreide, das muss weg. So leicht drüber. So wäre zu viel. So passt das schon einigermaßen. Die Arbeitsbreite automatisch, ne? Kann man hier einstellen oder auf O. Tempomat kann man mit Plus und Minus, aber nicht bei der Nummertaste aktivieren, sondern bei der Buchstaben. Da gibt es auch Minus und Plus. Wissen die meisten. Aber da funktioniert das entsprechend. Ne? So. Was wollte ich jetzt? Ach so. Gas geben. Mit T. Lenkung aktiviert, ja. T. Und dann gleich runter. Ne? Gucken, ob auch ein Dünger und Saatgut rausgeht. Wenn eins von beiden steht, dann geht nichts raus und das ist schlecht auf Dauer. Der blaue Strich jetzt auf knappe 18 km/h. Das konnte ich entsprechend mit Plus und Minus regulieren. Weil anfangs war es zu langsam. Mit erstmal T und zweite Mal war es zu schnell. Das ist ungünstig, ne? Also rein theoretisch. Probieren wir jetzt aus, ob er auch die andere Richtung fährt, ne? So bergauf. Kann man ja mal machen, ne? So, Bremse. Wow. Müssen wir anheben, sonst ist es ungünstig. Wenn wir nächstes Jahr mehr Geld haben, müssen wir das ganze Gerät reparieren. In unserer kleinen Werkstatt. Ne? Das dauert ja auch eine ganze Weile. Lenkung war an, ne? T. Könnte sein, dass nicht klappt. Na doch, halbwegs. So, hier könnte man Tempo mal ein bisschen runterdrehen. Bei Minus. Geht das besser? Ja. Vielleicht will auch die PS, um eine hohe Geschwindigkeit überhaupt klar zu kommen. Das kann natürlich sein. Ne? Ja, der Ausgabewert zurzeit ist bei. Naja, gut, geht nichts. Bei 400 Kilogramm oder
Schauen wir gleich mal. Ich glaube, bei 350 eingestellt. Wenn man zu wenig macht, ist das auch blöd. Dann muss man viel nachdüngen. Ne? Aber anfangs ist es eigentlich im groben Ganzen besser, man düngt ein bisschen weniger. Und man gibt dann immer ein bisschen was nach. Wenn man sich da nicht mit der Berechnung reinkniet. Ne? Wieso? Ach so. Verstehe jetzt nicht ganz, aber gut. Normalerweise. Müsste eigentlich normalerweise hier. Ach so, ja gut. Kann man hier ungefähr sehen. Na, leer machen wir nicht. 350 Kilogramm Hektar. Ganz kurz gucken. Im Besitz, das war Feld Nummer 3, glaube ich. Jups. Und dann kann man hier praktisch, sag mal, Kalium nehmen. Kann man hier erkennen, wo es extrem fehlt. Hier, das fehlt viel. Da hatte ich mal anfangs vergessen gehabt, ne? Und das wirkt sich heute auch noch aus. Das andere geht ganz gut hier mit 350. Könnte sogar ein bisschen viel sein. Ich werde es mal reduzieren. Weil er hat ja jetzt schon einen relativ hohen Wert. Gehen wir runter auf 250. Sicher, sicher, ne? So, Lenkung aktiviert, T und V. Und überlegen ist auch nicht gut, ne? Erstmal kostet das viel Geld. Und zweitens soll sich halt auch nicht gerade positiv auswirken. Es wird langsam hell, die Wolken reißen auf. Können wir Licht ausmachen. Das ist ein Rechner schon. So geht es einigermaßen. Ja, ich werde schon wieder müde, das gibt es doch gar nicht. Ach, Düngemodus ist jetzt aktiviert. Also kann man sehen, was los ist. Wie gesagt, gleichmäßig ist überhaupt nicht gedüngt, weil ich ja meistens anfangs leider öfters vergessen habe. Ne? Das wird sich auch später wieder zeigen in der. Beim Getreide, wenn es gewachsen ist, ist es unterschiedlich hoch ist. Ne? Abbremsen. Und mal da oben. Da unten, da oben. Okay, da drüben ist noch nicht ganz so tragisch, da geht dann auch hier außerhalb hin. So, rein. Ja, Wettermodell ist hier auch. Also Regen, Sommer und so. Schnee habe ich noch keinen gesehen. Aber kalt halt, ne? Im Winter sind noch Frost gerade hier. Leichter Frost habe ich hier erlebt. Kontrolle beim Feld, ne? Ja. Das ist gerade aus dem Norden. Im Süden haben sie eine geplant. Aber wann die rauskommt, das weiß ich nicht. Ich persönlich werde ja mal reingucken, aber ob ich das spielen werde, das weiß ich nicht. Hängt mal ein bisschen ab, davon ab, wie das Interesse bei YouTube ist. Ne? Das ist ja auch privat für mich alleine. Mal reingucken, kein Thema. Ja, für alles andere fehlt mir die Zeit, ne? Das ist das ganze Problem. Da sehe ich gerade, da müssen wir mal nacharbeiten, und zwar werden wir später mal quer fahren, ne? Später mal. Deswegen fahren wir die ganze Bahn nicht mal vorne, weil das wird ja dadurch
Lob wir nicht machen, ne? Wenn man reinfährt in den Gruppe, ist es ja hinterher gleich wieder auf Null. Ja, ich bin leicht schläfrig. Ja, halb vier bin ich aufgestanden. Und das merke ich halt, ne? Ja, die alten Felder haben allgemein ein bisschen mehr Dünger noch, vom Jahr vorher. Ob das jetzt durch das Drinbleiben, das da ja kein Stroh gemacht habe und wegen Strohverkauf. Strohverkauf würde ja auch das Problem sein. Bräuchte eine Ballenpresse. Bräuchte einen Traktor, der das mit der Gabel hat und einen Anhänger für die Ballenwagen. Und ich habe mir eigentlich beim Szenario mit Ballen auf dem Ballenwagen extrem gequält, um die nötigen 5 Ballen zu bekommen. Ne? War das Problem mal gewesen? Ständig runtergerutscht, wo die eigentlich normalerweise nicht rutschen sollten. Wenn man einer drauf liegt, normalerweise rutscht ganz schlecht. Weil die Ballen ja natürlich hohes Gewicht haben und nicht gerade einen glatten Bruchstecher haben. Ne? Aber die sind halt gerutscht und das ist knapp waren 4, 5 drauf oder ja 4, rutscht der dritte runter oder der zweite, keine Ahnung. Entschuldigung. Und das macht die Sache schwierig und letztendlich unrentabel, ne? So eine Ballengabel wird sicherlich nicht viel kosten. Aber wir haben den Traktor nicht, ne? Und der Deutz kann es aber auch nicht, weil ich weiß. Nee, glaube ich nicht. Das können nur die anderen beiden. Glas. Einer von dem Glas, der kleine. Kann es, glaube ich. Aber wir werden so viele Traktoren gar nicht haben, leisten können, ne? Den kleinen Traktor habe ich mal gekauft. Einfach so. Weil ich mich dafür getan habe, ne? Anfangs, ne? Dann wollte ich auch nicht wieder abgeben. Und man sieht, zum Düngen ist er ganz gut. Ausreichend. Aber im Notfall könnte auch der große düngen. Ne? Also weiß auch nicht genau mit den ganzen mit den Reifen ist. Ne? Komm. Den durchfahren. Ne? Geht aber spät runter, ne? Ist Öl noch kalt. Jo. Ja. Könnte reichen. Könnte auch so theoretisch Dünger rausnehmen aus der Sämaschine, aber. Ja, Quatsch, aus den Düngersteuer. Wäre aber Blödsinn, muss man sowieso Dünger kaufen, ne? Oh. Quält ganz schön. Ich denke mal, ich mache die eine Folge noch fertig heute. Oh, ich bin schon fertig. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Schon aller schönen Rest Sonntag, ne? Ja. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder am Montag. Und tschüss. Und ciao. Jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mal ausmachen, ne?